Hallo, herzlich willkommen beim Kunstengel. Heute zeige ich euch mal etwas ganz für mich auch Neues. Und zwar habe ich auf einer Feder gemalt und wollte euch das einmal zeigen für die liebe Maureen in ganz lieben Gedanken an ihren Talorn. So, das ist eine abgeworfene Feder einer, ich vermute mal Kanada-Gans oder Graugans, weiß ich nicht. Jetzt habe ich mir einmal den Pferdekopf ausgedruckt und ich werde den, weil er relativ hell werden soll, werde ich mir das einmal hier übertragen, dass ich die Konturen richtig habe. Achtet darauf, dass ihr immer, wenn ihr das nachmacht, immer auf dem Papier anfangt und dann reinzieht, weil ihr sonst unterhalb des Papieres malt. Das wäre nicht ganz so gut, wenn mit einmal unten drunter Striche sind. Ich habe mir die Feder ein bisschen fixiert, damit ich nicht ganz so viel halten muss. Und ich möchte nur den Pferdekopf haben. So, seht ihr, so wird er mal aussehen. Hoffe ich. Muss ich den einmal föhnen. So, ich habe mir das jetzt einmal grob schon vorskizziert. Und ich selber fange eigentlich immer mit den Augen an, damit das Tier mich anschaut, egal welches Tier.
So, ich denke mal, dass ich soweit fertig bin. Es war gar nicht so schwer, wie ich dachte. Ich habe mir das doch wesentlich schlimmer vorgestellt. Ich hoffe, ihr hattet trotz alledem Spaß, auch wenn das Video eigentlich hauptsächlich für die Maureen war. Aber ich wollte euch das allen mal zeigen, wie das funktioniert. Und hoffe, euch damit inspiriert zu haben, dass ihr auch einmal einfach mal Federn sammelt im Park oder wo sonst Federn gibt. Natürlich passt bitte auf, stört die Vögel nicht, sondern nur da, wo die Plätze sind, wo die Vögel schon weg sind. Für weitere Infos, die findet ihr alle wie immer in der Infobox. Tschüss!